Nun wieder mal herzlich willkommen zu einem Video von mir. Die Videos haben gerne unterschiedliche Themen, aber wer einige Videos gesehen hat, merkt natürlich, dass sich das irgendwie vermischt, weil es ist immer dasselbe, was man praktisch erzählt, nur ein bisschen anders verpackt, aus einer anderen Sicht. Doch man merkt, die Essenz ist immer gleich. Wir sind göttliche Wesen. Wir sind alle hier zum Lernen. Keiner ist besser, keiner ist schlechter, was auch immer das bedeutet. Und ja, so gehen wir zum nächsten Video. Videos nehmen irgendwie, ich weiß nicht warum, es war keine Absicht, an Länge zu. Und ja, vielleicht komme ich so in den Flow und versuche, das Video 3 Stunden und 48 Minuten lang zu machen. Das ist eine mystische Zahl im Yoga. Man sagt, wenn man es schafft, eine Stellung 3 Stunden 48 Minuten zu halten, dann wäre man im Samadhi oder so gut wie in der Erleuchtung. Ja, wenn ich jetzt also ohne Pause 3 Stunden 48 Minuten erzähle, dann ja, schauen wir, was passiert. Wenn nicht, mache ich das Licht an und dann bin ich auch erleuchtet. Ja, so vorab zu diesem Video eine kleine Geschichte von zwei Schüsseln und einer chinesischen Frau. Eine chinesische Frau hatte zwei Schüsseln. Die eine war makellos, intakt, und die andere Schüssel hatte einen Sprung. Ja, manche Menschen haben auch einen Sprung in der Schüssel, ist manchmal auch nicht schlecht. Eine intakte Schüssel und eine, die lediert war, sag ich mal. Und diese Frau holte jeden Tag mit diesen Schüsseln, die sie an den Enden einer Stange befestigte, die sie auf den Schultern trug, und holte damit jeden Tag Wasser von weiter weg. Und die eine Schale, die ganz war, konnte natürlich die komplette Menge Wasser ihres Inhalts transportieren. Und die ledierte Schüssel, die kaputte Schüssel, verlor auf dem Weg immer die Hälfte an Wasser. Und dann kamen die Schüsseln mit der Frau oder umgedreht einmal wieder nach Hause, und die kaputte Schüssel war sehr traurig und schämte sich, dass sie eben nur die Hälfte Wasser immer mitbringen konnte. Und die andere intakte Schüssel war ganz stolz, sie konnte jeden Tag die komplette Menge Wasser transportieren. Ja, dann sagt die Frau so zu der Schüssel, die kaputt war: Ich bin mir schon deines Fehlers bewusst. Du kannst vielleicht nur die Hälfte Menge zurückbringen, die ich dir einfülle. Aber schau mal neben dem Weg, wenn wir wieder gehen. Da wachsen Blumen. Und als ich gemerkt habe, dass du einen Sprung hast, habe ich auf deiner Seite Blumensamen in die Erde gelegt. Und jeden Tag, wenn wir Wasser holen und auf dem Weg zurück sind, gießt du diese Blumen. Und nun wachsen diese Blumen. Und wenn du nicht diesen Sprung hättest, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Blumen, Samen auszusäen. Und dann hätten wir nicht diese schönen Blumen jetzt auf unserem Küchentisch. Und die Geschichte trägt die Überschrift: Alles ist von Nutzen. Denken nicht,
Haben nicht viele Menschen gedacht, dass sie nicht gut genug sind für gewisse Dinge, dass man gewisse Dinge nicht kann und vergleicht, ja, der ist besser, der kann mehr, der ist stärker, der kann schneller laufen und ich kann nicht laufen, der ist handwerklich begabt und ich habe 5 linke Hände und kann nicht mal eine Birne einschrauben. Hat man nicht oft diese Sichtweise, dass man irgendetwas nicht kann, dass man irgendetwas nicht hat, man ist vielleicht nicht berühmt, man ist kein Schauspieler wie George Clooney, man schaut dann vielleicht auch nicht so gut aus wie der und man hat so viele Dinge nicht und das ist schrecklich manchmal. Man kann dies nicht, man hat dies nicht, man kann das nicht und so weiter. Aber warum ist das wichtig? Es ist gar nicht wichtig. Es interessiert keinen. Jeder hat seine Fähigkeiten. Jeder hat Dinge, die er machen kann. Jeder kann Dinge tun, die von Nutzen sind. Und wenn es jemand nur schafft, nur, das ist schon sehr schwierig, Menschen mal in den Arm zu nehmen, dann kann er manchmal mehr wie ein Manager, der 5 Millionen im Jahr verdient. Könnte man so sagen. Aber auch hier ist jeder, tut seine Dinge so gut er kann und erfüllt somit seine Aufgaben. Im Leben bekommt man immer Aufgaben und manche kann man gut, manche kann man gar nicht. Und dazwischen bewegt sich natürlich auch viel. Ja, alles, was wir tun, ist von Nutzen. Auch wenn wir Fehler machen, bewirken wir damit etwas. Noch so kleinste Dinge, die wir tun, die manchen Menschen gar nicht mehr auffallen. Kommt als Mann vielleicht nach Hause und steht immer was zum Essen auf den Tisch und fragt mir, ich arbeite den ganzen Tag, was macht die Frau zu Hause vielleicht? Ja, und man sieht gewisse Dinge gar nicht mehr. Oder dass sie eine Blume vor dem Haus gepflanzt hat. Das sind auch Dinge, die haben einen Wert, einen großen Wert. Und das wieder zu sehen, ist auch eine Aufgabe, die man zu erfüllen hat. Kleine Dinge wiedersehen, den Nutzen erkennen. Was machen Menschen? Was können Menschen überhaupt? Nicht immer nur das, was man als riesiges finanzielles Ergebnis hat oder ein Gebäude errichten oder ein Van Gogh malt ein Bild. Ja, Van Gogh malt ein Bild, weil er das konnte. Und ein anderer, was weiß ich, putzt vielleicht in der Firma und das sieht man gar nicht, dass die Toiletten sauber sind, dass man da sie wieder dreckig machen kann. Das fällt einem gar nicht mehr auf. Man denkt, naja, ist ja nur eine Putze oder ein Putzmann, der nur sauber macht. Aber stellen wir uns vor, wenn es diese Menschen nicht geben würde, dann müsste man es selber machen. Ja, aber der Chef in der Firma hat nicht die Zeit zum Beispiel, das alles zu machen. Und wenn er diese Putzkolonne nicht hätte, dann würde es dann keinen mehr an die Arbeit ziehen, weil es schrecklich ausschauen würde. Oder man würde lieber Verstopfung bekommen, weil die Toiletten dreckig sind. Oder wenn jemand den Müll rausräumen würde oder die Glühbirnen wechseln würde. Dann sähe es ganz schön gruselig aus. Ja, alles ist von Nutzen. Auch so kleinste Dinge sind wichtig. Und das wieder zu sehen, ist auch ebenso für manche eine Lebensaufgabe, die Dinge zu sehen, die einem schon gar nicht mehr auffallen. Und auch den Nutzen und die Arbeit, die manche erfüllen, wieder erkennen.
Auch der Mensch selber muss wieder erkennen, was kann er überhaupt, was hat er überhaupt, was leistet er denn? Und so, wenn ich mir so Videos anschaue auf YouTube, meine schaue ich mir nicht an, die sind bestimmt gruselig, dann sagt man ja auch in diesen Coach-Seminaren oder ja, gute Sprüche, Videos, alles ist von Nutzen, du hast deinen Wert, das, was du tust, ist wichtig und gut und du kannst was. Und dann wird gesagt, dass man das wieder sieht, schreib doch mal auf, was du alles kannst. Der Mensch geht gerne so in die negative Schiene rein. Was kann ich nicht? Ah, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Meine Nase ist zu groß. Ja, meine wäre dann zu klein durchs Boxen. Die Frisur schaut nicht gut aus. Mein Bauch ist zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu schwabbelig. Ja, die Litanei geht immer weiter. Und dann sagen diese Menschen in den Videos, schreib mal auf, was du alles kannst. Und dann fängt man vielleicht an, ich kann mir die Zähne putzen, ich kann mir Kaffee kochen, ich kann eine Suppe machen, wenn es eine Tütensuppe ist. Ich kann den Apfel schälen, ich kann Kartoffeln schälen, ich kann arbeiten, ich kann aufs Klo gehen, ich kann mir den Hintern abputzen, ich kann gehen, ich kann denken, ich kann rechnen, ich kann schreiben. Und dann merkt man plötzlich, was man alles kann. Natürlich kann man nicht alles. Niemand kann alles. Man sagt, ah, der Professor sowieso, boah, der weiß ja alles über Archäologie, der kann alles in- und auswendig von 4000 vor Christus bis 4000 nach Christus. Ja. Aber vielleicht kann er viele andere Dinge nicht. Vielleicht ist er dann so verstaubt, dass er Menschen nicht mehr in den Arm nehmen kann. Oder er kann keine 2 Kilometer mehr joggen, bevor er ins Koma fällt. Und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass jeder seine Qualitäten hat. Und diese muss man nutzen. Nicht immer schauen, was kann ich nicht. Natürlich, wenn ich Wäsche nicht waschen kann, muss ich vielleicht gucken, wenn ich ordentliche Sachen anziehen möchte, wie das geht, aber dann kann man das lernen. Aber ich zum Beispiel würde jetzt nicht mit meinem Alter anfangen, Klavier zu spielen oder Gitarre zu spielen. Wann will ich das üben? Und ja, es hätte für mich auch keinen Nutzen. Für andere hätte es auch keinen Nutzen, wenn ich jetzt in diesem Haus hier Gitarre spiele. Im Gegenteil, die würden dann an die Tür klopfen. Und ja, man sieht, im Grunde ist es einfach und doch so schwierig, weil wir den Blick oft in die falsche Richtung lenken. Nämlich dahin, was man nicht hat. Seine Fehler, seine Schwächen. Man schämt sich vielleicht seiner Schwächen, ich kann nicht schnell laufen, ich schaue gar nicht gut aus, ich bin jetzt zu dick, ich rauche, ich mache sonstiges. Und wen interessiert es? Die, die einen mögen, interessiert es nicht wirklich. Und die, die einen nicht mögen, da kann man noch so gut sein wie die Schale, da könnte ich noch so viel zukleben an den Sprung und versuchen doch das Wasser zu holen, aber es ist nicht meine Aufgabe. Wenn man gewisse Fehler hat, vielleicht hat jemand, kann nicht laufen oder rumpelt herum oder hat einen riesen Narbe auf dem Gesicht, wen interessiert es? Niemand interessiert es. Die, die einen mögen, mögen einen sowieso, mit oder ohne. Und die einen nicht mögen, mögen einen sowieso auch nicht. Man kann sich anstellen, wie man. Aber das Denken geht eben, wie schon erwähnt, immer in diese Richtung. Ich kann dies nicht, der mag mich nicht und ja, ich kann an der Arbeit das und das nicht, der kann es viel besser und bla 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 bla. Es ist völligst unwichtig.
Ja, was gibt es noch so zu sagen? Fehler hat man, Punkt. Der eine hat natürlich mehr Fehler in Anführungszeichen, Dinge, die vielleicht anderen Menschen nicht gefallen, oder an der Arbeit kann man zwar viele Dinge, aber nicht alles, und dann wird man vielleicht so komisch angeschaut, wie kannst du es noch nicht und so. Aber man muss nicht wirklich immer und überall alles machen können. Manche Menschen sagen dann, ja, ich kann das halt nicht, oder ich habe Makel, ich schaue halt nicht so gut aus, und manche sagen dann, ich habe keine Makel, ich habe, das sind ja Special Effects, oder wenn man Macken hat, gewisse Dinge, die man immer macht oder nicht macht. Ich habe keine Macken, das sind Special Effects. Ja. Man muss sich nicht rechtfertigen, wenn man gewisse Dinge macht, wie man sie macht. Vielleicht schüttelt man immer mit dem Kopf den ganzen Tag, wenn man denkt. Wen interessiert das? Boris Becker hat auch mit der Zunge seinen Aufschlag gemacht. Hat niemanden interessiert. Und darum geht es im Leben, dass man seine Dinge, seine Fehler, Schwächen, guten Seiten anerkennt und den Rest so gut macht, wie man kann. Mehr kann man nicht tun, weniger sollte man nicht tun. Eben sein Bestes geben, das genügt. Es ist aber gar nicht so einfach, dass man genügt, weil man sich oft selber gar nicht genügt. Mir fehlt das und das. Und ich kann, wie schon gesagt, das und das nicht. Ich würde das und das gern können. Ja, wenn man etwas können möchte, dann tut man es. Und manche Dinge lernt man halt im Leben vielleicht nie, aber auch das ist irgendwie okay. Ja, so mal ein kürzeres Video für heute. Danke wieder mal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.